20. Das heißt, der erste Spieler, der nach 25 Tagen seit Serverstart Level 300 erreicht, überstanden hat, ist unser lieber Freund, der Acclamator. Der übrigens ganz, ganz besonders zu erwähnen, Acclamator ist aktuell der Spieler, der es am schnellsten geschafft hat, auf einem neuen Server Stufe 400 zu erreichen. Alrighty, sein liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem kurzen Informations- und Ankündigungsvideo. Denn ihr habt es vielleicht schon erahnt, ich möchte ein Interview machen. Und an der Stelle mal auch Ehrengrüße an Dorsa, der eine ähnliche Idee hatte, der sogar Ehren angefragt hat als ich, aber gesagt hat, dass ich das Thema übernehmen darf. Und zwar geht es natürlich um Acclamator. Und ich möchte euch mit einbinden in diesem Interview. Das heißt, ihr habt die Chance, einen Kommentar zu verfassen unter diesem Video mit einer oder mehreren Fragen, die speziell an Acclamator, vielleicht an ihn, an seinen Schaf, S41, an Shakes & Fidget allgemein, denn er ist ja auch involviert im Shakes & Fidget Discord. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch mehrere, werde ich die ein oder andere von euch sicherlich in dieses Interview mit einbauen. Eins kann ich schon mal sagen, fragt bitte nicht nur, was der Char gekostet hat, weil er hat das schon veröffentlicht im Discord. Also eigentlich könnt ihr die Gelegenheit nutzen, um andere wichtigere Fragen zu stellen. Und ja, ich werde einfach schauen, werde meine Fragen aufbauen und werde dann auch erwähnen, wenn das eine Community-Frage von euch war, unter allen Einsendungen, wenn es coole Sachen gab, die ich genommen habe, dann würde ich auch sagen, gebe ich einem von euch vielleicht ein 10-Euro-Pilzgeschenk. Ja, aber ich bin erstmal gespannt, was ihr so für Fragen stellt. Also fragt dem Acclamator über mich was und habt vielleicht die Chance, dann dabei zu sein beim Interview. Wann es genau kommt, weiß ich noch nicht. Ich vermute im Laufe der nächsten Woche. Habt erstmal viel Spaß weiterhin bei Shakes & Fidget. Haut rein, macht's, tschüss und Servus, euer Basti.